Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch im Diebesnest, obwohl wir schon in der letzten Folge gedacht haben, dass alles zu Ende gewesen wäre. War es aber nicht. Wir haben noch eine Nachricht von Saira, die oben gestanden hat, nebenbei bemerkt. Gameplayerin, ich habe neue Informationen über Nikolas, die eurer Aufmerksamkeit und eurer Diskretion bedürfen. Trefft mich in Hevsmena an der Promenade von Abas Landung. Saira. Ich sollte mich mit Saira in Hevsmena treffen. Wo zur Hölle ist Hevsmena? Ich habe keine Ahnung. In dem Fall gehe ich jetzt wirklich mal hier hinten raus. Wieso haben wir hier eigentlich... Brief von Velsa. Och, nicht noch ein. Nein. Nee, das ist Amelie Crow. Das ist okay. Das ist eine komplett andere Linie. Ah, mein Gott. Also, wir machen jetzt erstmal die Sache mit Saira. Ich weiß nicht, was das jetzt auch noch danach wieder ist. Oh, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das so viele Quests hier oben waren. Ich muss immer mal ein Auge darauf werfen, ob ich denn tatsächlich kein Kopfgeld habe, wenn ich hier so durchlaufe. So, wir treffen uns, um einen zu saufen. Das ist gut. Wo ist sie denn? Als ich noch eine junge Beutelschneiderin war, träumte ich von diesem Ort. Ich dachte, wenn ich etwas aus mir mache, könnte ich eines Tages dorthin gehen. Mit erhobenem Kopf. Und dass ich mir wie jemand ganz Gewöhnliches einfach etwas zu trinken bestellen kann. Es schmeckt genau wie das, was wir im Nest haben. Ich verstehe das nicht. Ich dachte, eure Notiz würde sich auf Nikolas beziehen. Ja, er ist der Grund, warum ich etwas Starkes zu trinken brauche. Laut Magnifica Valora ist das Gefängnisschiff des Eisenrats in einen Sturm geraten und fast gekentert. Die Wellen spülten mehrere Leute über Bord, darunter Nikolas. Im Sturm auf See geblieben, sagten sie. Klingt, als ob ihr das nicht glauben würdet. Magnifica Valora tut das auch nicht. Hier ist eine Kopie seines Steckbriefs. Ganz Tanit ist damit gepflastert. Ich möchte, dass ihr herausfindet, was wirklich geschehen ist. Falls er tot ist, dann schmeißen wir eine Feier im Nest. Aber falls er noch lebt, dann spürt ihn auf und... Und was? Was soll ich tun? Tut, was ihr als passend erachtet. Ich werde jede Entscheidung unterstützen, die ihr fällt. Jemand, den man den Wüstenfalken nennt, sucht auch nach Nikolas. So wurde ich hierauf aufmerksam. Ich möchte, dass ihr herausfindet, was dieser Falke weiß. Wo kann ich diesen Wüstenfalken finden? Nach dem letzten, was ich gehört habe, war der Wüstenfalke in Grünschatten. In irgendeiner Taverne in Marbruck. Seht nach, was ihr herausfinden könnt. Falls irgendwelche Spuren zu Nikolas führen, dann folgt ihnen. Ich habe noch ein paar Fragen. Ich werde beantworten, was ich kann. Wer ist der Wüstenfalke? Warum das Interesse an Nikolas? Jemand, der nicht merkt, wie pompös der Wüstenfalke klingt. Nikolas hat sich über die Jahre Feinde gemacht. Vielleicht ist das einer von ihnen. Aber warum sucht man erst jetzt nach ihm und nicht schon nach dem Mitgiftbeutezug? Wer er auch sein mag. Ich habe die Hoffnung, er ist bereit, mit euch zusammenzuarbeiten. Wenn ich Nikolas finde, was soll ich dann mit ihm machen? Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll. Wir waren so viele Jahre lang Freunde. Er hat der Gilde so viel bedeutet. Er hat mir so viel bedeutet. Und dann hat er uns verraten. Er hat uns einfach dem Eisenrat ausgeliefert. Es ist noch viel zu gut für ihn, auf See zu ertrinken. Wenn Nikolas noch lebt, wollt ihr dann, dass ich ihn ermorde? Die Diebesgilde mordet nicht. Doch Nikolas war der Auslöser von so viel Leid. Ich sollte euch nicht darum bitten. Und ich kann im Grunde auch nicht. Aber wenn ihr ihn lebend vorfindet und tot zurücklasst, würde ich das als die große Ausnahme von der Regel betrachten. Nun gut. Nee, ich soll unten raus. Dann auf nach Grünschatten. Jetzt muss ich mich nur erstmal wieder orientieren hier, wie ich jetzt hier wieder zurückkomme. Aber von hier aus geht's noch. Das ist noch einfach. Ja, aber trotzdem bin ich irgendwie ein bisschen irritiert, warum jetzt nochmal eine Sache von Velsa auch noch da liegt. Das hätte ich jetzt eigentlich lieber als erstes gemacht, ehrlich gesagt. Aber, naja.
Da wir das jetzt schon angenommen hatten. Grünschatten. Aber wo in Grünschatten? Mabruk, ne? Ja. So, die Frage ist jetzt, der ist in der Taverne, beziehungsweise ich kann in der Taverne was über ihn rausfinden. Ihr seid die letzte Person, mit der ich gerechnet hätte. Seid ihr gekommen, um eure Häme zu zeigen? Um mir zu sagen, dass meine Suche nach Nikolas scheitern wird? Und wie habt ihr herausgefunden, dass ich der Wüstenfalke bin? Oberinspektor Rambik? Ihr seid der Wüstenfalke? Ich bin nicht länger Oberinspektor von irgendetwas. Nachdem eure Gilde aus der Zitadelle von Noshira entkam, blieb mir keine andere Wahl, als mich aus dem Eisenrad zurückzuziehen. Das Tagebuch war ein schönes Detail. Ich hatte gehofft, das Schicksal von Nikolas bei dessen Verfahren besiegeln zu können. Doch das hat mir ein Sturm abgenommen. Angeblich. Warum sucht ihr nach Nikolas? Von mir habt ihr das aber nicht gehört. Ihr könntet nicht mal einfachste Anweisungen befolgen, um ein glitzerndes Schmuckstück abzulegen. Wie kann ich euch da nur ansatzweise trauen? Das Eisenrad hat viele gute Leute ermordet. Klebt ihr Blut an euren Händen oder an denen von Nikolas? Wir dachten, Abbas Landung wäre voller Banditen. Die Handelsfürsten setzten uns auf eure Gilde an. Als ich erkannte, dass sie uns nur benutzten, um alte Rechnungen zu begleichen, ließ sich das Eisenrad sich in die Zitadelle von Noshira zurückziehen. Haltet ihr mich für gefühllos? Meint ihr, mich reuen unsere Methoden nicht? Wenn ihr die Sache richtigstellen wollt, dann sagt mir, was ihr über Nikolas wisst. Ach, in Ordnung. Ihr gewinnt mal wieder. Hier, dieser Schlüssel öffnet meine Schatulle. Ihr dürft gerne ihren Inhalt an euch nehmen. Verrät mir der Inhalt, wo er ist? Nein, aber ich vermute, er ist in Gradwald. Wo denn genau in Gradwald? Es gibt einen Spitzel, der den Namen Bellulor Gerüchteschwund trägt. Ein aalglatter Kerl, ein Einheimischer. Er könnte wissen, wohin Nikolas unterwegs war. Es steht alles in meinen Notizen. Danke für die Hilfe. Ich helfe euch nicht. Ich bringe nur meine Beteiligung zu Ende. Ich bin mit diesem Fall fertig. Seine Auflösung bringt weder Gewinn noch Ehre. Ja, dann mal wieder zurück. Und auf nach Gradwald. Ich habe gehört, dass die Daedra, die ihr in der Stadt der Asche bekämpft habt, von Merunis Dagon persönlich angeführt wurde. Das mag so sein. Gradwald. Die Frage ist jetzt nur, wo ist dieser Typ? Trifft Feuer am Wasserfall. Wird mir jetzt nicht angezeigt, ne? Ah, halt, Moment. Berg die Notizen. Ah, ich hab was übersehen, ich hab was übersehen. Ja. Welche Notizen? Ich hab aber auch nicht gesehen, dass da was war, was ich nehmen konnte. Sind die oben? Ah, okay. Und da haben wir direkt auch noch was zu lesen. Wer es möchte, kann es gerne tun. Geht um Schneeelfen und kleine Gespenster. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt können wir aber auf nach Gradwald. Hoffentlich auch Gerüchteschwund in Mabruk-Unterschlupf. Mabruk-Unterschlupf. Man sollte besser vorher lesen. Komme ich da von hier hinten jetzt dran? Ist nur oben wahrscheinlich, ne? Gut, dann gehen wir mal von oben hin. Ah ja, hier. Bellulor. Gerade aus rechts. Nein, Amelie, wir können immer noch nicht miteinander sprechen. War jetzt so bläulich, aber der hatte kein Buch in der Nähe. Ich glaube, euch habe ich hier noch gar nicht gesehen. Oder vielleicht doch. Ich war gestern ziemlich betrunken. Dann jetzt erneut zum ersten Mal. Hallo. Ich bin auf der Suche nach einem Kaiserlichen. Der Mann nennt sich Nikolas. Arbeitet ihr für diesen Bockschnabel? Diese Falkenschwinge oder so?
Ich habe gehört, er sucht das Gleiche. Ich habe aber auch gehört, er gehört zur Wache. Dann hat er euch hergeschickt. Na schön. Nennt ihm meinen Preis. Bezahlt meine Rechnung in allen Tavernen der Stadt. Die Antworten sind einfach nur geil. Bockschnabel ist ein Kopfgeldjäger. Ich muss meinen Freund Nikolas warnen. Kopfgeldjäger? Die Sorte erkenne ich immer. Die meinen wohl, sie könnten uns eins einfach ausquetschen, ha? Ich habe euren Freund in einer Taverne getroffen. Nur kurz, wisst ihr? Doch ich erinnere mich an genug, um euch auf seine Spur zu bringen. Sagt mir, was ihr über Nikolas wisst. Sein Leben hängt davon ab. Also erstens nannte er sich nicht Nikolas. Ich kann mich zwar an seinen Namen nicht erinnern, es war allerdings etwas ähnlich Beliebiges, aber ich erinnere mich an seine hochelfische Begleitung. Eine Witwe war das. Meine liebe Volu nannte er sie, glaube ich. Sie waren auf dem Rückweg in ihre Heimat. Wo ist denn die Heimat von Volu? Ein nettes kleines Herrenhaus außerhalb von Anfurt, glaube ich, in Gradwald. Sonst kann ich mich an nichts erinnern. Die Sofferei, ihr wisst schon. Aber sie wollten bald nach ihrer Rückkehr heiraten. Heiraten? Oh, sie hat sich in ihn verliebt. Das hat man gesehen. Er war irgendeine Art Maler. So auf Leinwand, keine Tavernenschilder. Er brachte ihrem Leben etwas Freude. Es wäre wirklich herzerwärmend gewesen, aber ich lag halb ohnmächtig unter dem Tisch. Ach, und dann ist das nicht mehr herzerwärmend, ja? Okay, nee, Moment. Wir sind von da gekommen. Was ist da hinten, was zu lesen? Oh ja. Dietriche zum Verkauf, das ist immer gut. Aber zum Verkaufen ist nicht gut, weil das Geld gebe ich dafür nicht aus. Ich finde die ja so immer wieder. Okay, findet ein Boot, um Nikolas Versteck zu erreichen. Ich denke mal, das dürfen wir jetzt auch wieder nicht in Gradwald holen, sondern hier. Ich sehe gerade, da wird mir was angezeigt. Wieso, wir haben ja zwei Sachen. Findet Nikolas im Gradwald? Findet ein Boot. Gehen wir erstmal hier hin, um das Boot zu holen. Da gehe ich jetzt aber... Gehe ich da jetzt in eine andere Stadt wieder rein? Dann gehe ich nach Gradwald rein. Oh, ist das wieder... Gradwald unten rechts. Dann würde ich dann auch da auskommen oder würde ich da nicht auskommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Dann würde ich sagen, dass ich da hinporte. Das geht vermutlich schneller. Als wenn ich jetzt hier noch erstmal den Weg entlang reiten muss. Meine ist aber auch ein bisschen blöd gemacht. Wie gut es tut, euch zu sehen. Ja, es tut mir leid. Ich habe leider nicht die Zeit. Gradwald. Da. Dann gehen wir hier hin. Und stellen fest, dass ich da ja gar nicht gewesen bin. Also die Quest gewesen bin schon, aber dass ich die Quest nicht gemacht habe. Das heißt, wir müssen jetzt hier... So. Das ist nicht das Boot, was ich erhofft hatte. Das ist das Boot. Okay, hätte ich auch rüberschwimmen können, theoretisch. Aber egal. Muss ich hier jemanden umbringen? Ich empfange nicht oft Gäste in meinem Garten. Ganz besonders keine Ungebetenen. Ich muss mit eurem Gatten sprechen. Vantus? Wozu denn? Und wer seid ihr genau? Vantus und ich haben noch etwas zu klären. Er hat schon genug mit der Suche nach seiner Muse zu kämpfen. Es würde nur seine Konzentration stören, ihn mit finanziellen Dingen zu belasten. Ich müsste darum bitten, dass ihr geht. Ich richte Vantus aus, dass ihr vorbeigeschaut habt. Findet einen Weg in das Herrenhaus. Ist das schlimm, wenn der mich dabei beobachtet? Wahrscheinlich nicht, oder? Volu, mein Schatz. Seid ihr das in der Küche? Meine Muse hat mich verlassen. Vielleicht holen Küsse sie zurück. Lalala. Ihr seid nicht, wen ich zu sehen erwartet hätte. Ich wusste, dass meine Zeit hier irgendwann zu Ende gehen würde.
Ich hatte allerdings nur gehofft, dieses Ende käme nicht zu früh. Saira wollte sich vergewissern, dass ich auch wirklich tot bin, ja? Ich war ein zu guter Lehrer für sie. Wir haben noch eine Angelegenheit zu erledigen. Was für eine Angelegenheit? Der Mann, den ihr als Nikolas kanntet, ist in diesem Sturm tatsächlich gestorben. Ich bin jetzt ein anderer Mensch. Ein verheirateter Mann. Ich führe in diesem Haus ein beschauliches Leben und male Dinge, die meine Gattin liebt. Ich bin im Ruhestand. Bevor ich entscheide, was mit euch zu tun ist, habe ich noch ein paar Fragen. Fragt. Ich werde euch alles sagen, was ihr wissen wollt. Keine Geheimnisse mehr. Das spielt alles keine Rolle mehr. Was sah euer Plan vor? Ich wollte mehr. Für sich genommen ist Abars Landung ein schmächtiger Preis. Aber wenn ich irgendwie Tarnet dazu bekommen hätte... Mit einem Standbein in beiden Städten kontrolliert man den ganzen Handel in Hughes Bucht. Aber warum habt ihr die Diebesgilde verraten? Das habe ich nicht. Velsa hätte auf Maloks Pfad zu mir stoßen sollen. Nach meinem Tod hätte sie die anderen zurück nach Abars Landung geführt. Saira hätte die Gilde noch vor der Ankunft des Eisenrats zerstreuen können. Aber dann setzte sich Velsa zur Ruhe und alles hat sich geändert. Ihr meint, ist es Velsas Schuld? Natürlich nicht. Aber wäre alles nach Plan verlaufen, dann hätte Saira die Gilde nach Tarnet schmuggeln können. Sie hätten von dort operiert, während das Eisenrad sie hier verfolgt hätte. Und während ich Magnifica Faloras Marionette in Abars Landung gewesen wäre, so wäre Saira die meine in Tarnet gewesen. Aber so lief es nicht ab. Es ist an der Zeit zu entscheiden, was ich mit euch mache. Nun gut. Wir wissen beide, welchen Teil ich dazu beigetragen habe, was der Diebesgilde widerfahren ist. Ich werde nicht um mein Leben flehen, falls ihr das erwartet habt. Und falls Saira das von mir erwartet. Ihr verdient kein glückliches Familienleben. Also, sind wir mal ehrlich. Wenn das alles so stimmt, was er sagt, wovon ich jetzt mal ausgehe, das setze ich jetzt voraus, ist es irgendwie eine Verkettung ungünstiger Umstände. Und dann kann man nicht einfach sagen, er verdient kein glückliches Familienleben. Zumal, so wie es aussieht, er sich wirklich raushalten will. Er will jetzt, naja, was es heißt, im Ruhestand zu sein, das wissen wir ja, das sehen wir ja an Velsa. Saira will, dass ich euch von Abbas Landung fernhalte. Ja, das definitiv. Sterben soll er nicht, bin ich nicht für. Es der Frau zu erzählen, ich weiß nicht. Saira will, dass ihr euch von Abbas Landung fernhaltet. Wirklich? Ihr werdet nie wieder von mir hören. Das schwöre ich bei all der Liebe, die ich für meine teure Gattin empfinde. Dieses Zuhause, meine Frau. Mehr könnte ich mir doch niemals wünschen. Hab Dank. Ich werde das nicht vergeuden. Wer weiß, wer weiß. Ich hatte heute unerwarteten Besuch. Nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste, und sie geht gerade. Wir sollten uns entspannen. Bei einem schönen Glas Wein. Ich habe da einen guten kolovianischen Jahrgang atmen lassen. Na gut. Ich dachte, da kommt jetzt noch ein bisschen mehr vielleicht, aber anscheinend nicht. Muss ich wieder das Bötchen nehmen, um zurückzufahren wahrscheinlich, ne? Oder? Was ist das? Nee, das war das andere. So, irgendwo da hinten ist der Wegschrein. Ah, hier. Dann auf wieder zurück. Saira wird nicht sehr begeistert sein von dem, was ich mitzuteilen habe, aber was soll ich machen, ne? Ich bin einfach zu gutmütig. Ich habe Kunde. Keine besonders gute, aber ich habe Kunde. Wo ist sie denn? Saira ist gar nicht da. Saira? Hallo? Moment, sitzt sie jetzt auf der anderen Seite? Das
sieht so aus, als ob sie da am Ausgang sitzt oder vielleicht ja auch ganz woanders. Tiefer. Wo ist die? Ach, die ist da hinten in dem... In der Kneipe oder was? Oh. Was ist? Was soll wohl sein? Ich bin genervt. Ich dachte, ich krieg sie im Diebesnest. Aber die ist immer noch in der Kneipe. Kann doch nicht sein, dass sie jetzt den ganzen Tag da nur am Saufen ist oder was? Saira! Tu den Krug weg, ich muss mit dir reden. Und? Hat Nikolas den Sturm überlebt? Das hat er. Ich habe ihn aufgespürt. Was ist geschehen? Ist er... Er lebt noch. Genau genommen ist er jetzt im Ruhestand. Er ist für niemanden mehr eine Bedrohung. Hm. Er ist auf den Füßen gelandet. Trotz des Verrats und des Todes, den er hinterlassen hat. Am Ende bleibt man einander wohl doch für immer fremd. Man weiß nie, wie es in jemand anderem wirklich aussieht. Ist es euch recht, wie ich mich um die Sache mit Nikolas gekümmert habe? Ihr habt dabei geholfen, der Diebesgilde zu altem Glanz zu verhelfen und sie sogar noch prächtiger zu machen als früher. Natürlich vertraue ich eurem Urteil. Jetzt sind all die alten Angelegenheiten beigelegt. Machen wir uns an die Arbeit. Wir haben eine Gilde zu leiten. Ja, und für den Abschluss der Diebesgilde erhalten wir Pia Harry, die Schmugglerin, das ist eine, die man mobil mit sich mitnehmen kann, so wie den Bankier oder die Händlerin. Und eine Waffe von Baharas Fluch. Es geht, Beutezüge zu planen und Handelsfürsten auszurauben. Wir sehen uns im Nest. Wir sehen uns im Nest, ja. Den Ring hatten wir jetzt in der letzten Folge auch noch nicht angeguckt, fällt mir gerade ein. Jetzt ist natürlich hier wieder alles total durcheinander. Gerade hatte ich noch da. So, wir haben eine Streitaxt von Baharas Fluch bekommen. Sehr schön. Die würde ich dann auch gerne mal kurz binden, bevor ich das vergesse. Und mal eben schauen, was wir davon eigentlich selber noch lernen können. Weil der Rest geht dann nämlich an die Main. Die hat das nämlich noch nicht gelernt. Ja, den ganzen anderen Rest. Nee, das kann ich noch nehmen. Okay. Wunderbar. Wir müssen sie aber nicht in der Diebesgilde treffen, weil wir sind mit ihr fertig. Heißt mit anderen Worten, wir sind eigentlich mit der Diebesgilde fertig. Aber ich habe ja gesehen, dass da noch ein Auftrag von Velsa gelegen hatte. Deswegen würde ich sagen, dass wir dann in der nächsten Folge den Auftrag auf jeden Fall noch machen, auch wenn es jetzt ein bisschen blöd ist, weil das so... dieser Abschluss jetzt eigentlich von der Diebesgilde ist. Aber den Auftrag würde ich dann gerne noch machen. Und ja, das schauen wir dann aber in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.